vielleicht charakteristischer, weil die Tiger ist ein Streifenmuster. Ein Streifenmuster ist einzigartig, so wie unser Fingerabdruck. Ist auch das Streifenmuster bei jedem Tiger individuell und man könnte ihn anhand seines Musters oder seiner Zeichnung eben unterscheiden von einem anderen. Wie gesagt, wir haben hier sibirische Tiger. Diese Tiere, eben wie das der Name schon sagt, in den östlichen Teilen Russlands, Nordkorea und China, also in Gegenden, wo es auch sehr, sehr kalt werden kann. Auch Temperaturen. Hier mal ein kleines bisschen Ruhe bieten. Auch Temperaturen von minus 35 Grad Celsius ertragen sie ohne Probleme, da sie eine 5 cm dicke Fettschicht unter der Haut haben und ein sehr, sehr dichtes Fell. Das heißt, auch unsere Tiere fühlen sich hier im Winter riesig wohl. Man kann sie mal einfach, wenn die Sonne scheint und auch der Schnee noch draußen liegt, draußen beim Spielen beobachten oder beim Rollen im Schnee. Also diese Temperaturen machen ihnen gar nichts aus. Ja, ich habe gesagt, das sind die größten Katzen, die wir weltweit haben. Die Männchen können bis zu 300 Kilo schwer werden und bis zu 2,5 Meter lang, also sehr, sehr große Tiere. Und die Weibchen sind ein bisschen leichter, können bis zu 2,5 Meter lang werden. Also doch ganz, ganz große Tiere. Sie sind gewöhnlich Einzelgänger und langaktiv. Und wie gesagt, wir haben hier drei Tiere in der Anlage, die verstehen sich sehr gut miteinander. Und zwei sind aber noch nicht ganz ausgewachsene Jungtiere und ein Männchen. Okay. Also deswegen verstehen sie sich sehr gut und man kann sie miteinander halten. Vielleicht zur Fortpflanzung dieser Tiere noch. Sie werden mit 3 bis 5 Jahren geschlechtsreif und wenn nun ein Tiger wirbt, dann hat er ungefähr 2 bis 4 Jungtiere pro Wurf. Und diese Kleinen kommen wild zur Welt. Das heißt, nach einer Tragezeit von ungefähr 95 bis 114 Tagen kommen diese Jungtiere hin zur Welt. Und es braucht dann eben ungefähr 2 Wochen, bis sie die ersten Zähnchen bekommen und auch die Augen sich öffnen. Dann werden sie nun von der Mutter ungefähr ein halbes Jahr lang gestillt. Nach 2 Monaten verlassen sie dann eben ihr Versteck. Und nach 1,5 Jahren sind sie dann vollkommen selbstständig, können auch noch jagen, was ihre Mutter dann ihnen beigebracht hat und selbstständig hier das Überleben sichern. Vielleicht zu den Mengen, die so ein Tiger messen kann. Unsere bekommen ungefähr 8 Kilo Fleisch pro Tier pro Tag und haben allerdings auch 2 Fastentage in der Woche. Das ist ganz wichtig, denn auch in der freien Wildbahn würden sie natürlich nicht jeden Tag Beute reißen und einfach um die Gesundheit unserer Tiere zu gewährleisten, haben auch sie bei uns 2 Tage Fastentage in der Woche. Das ist einfach gut für den Stoffwechsel, für den ganzen Organismus und unsere Tiere sind das gewohnt und müssen hier natürlich nicht kümmern, sondern wenn wir dann zu fressen bekommen, dann ausbrechen. Ja, ich darf mich an dieser Stelle vielleicht bei Ihnen bedanken, denn wie Sie wissen, ich habe gesagt, dieses Tier ist hochgradig gefährdet. Von den sibirischen Tigern gibt es in freier Wildbahn nur noch ungefähr 450 Tiere. Also sehr, sehr wenige. Wenn man jetzt alle Tigerarten weltweit zusammennimmt, haben wir ungefähr 2.000 bis 5.000 Tiger in freier Wildbahn. Das ist sehr wenig und das auch noch von verschiedenen Arten. Das heißt, wenn man jetzt Naturschutz auf verschiedene Arterhaltung setzt, dann ist es natürlich sehr, sehr wenig. Bei 450 Tieren und sibirischen Tigern, können Sie sich vorstellen, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Tier von der Tiger verschwindet. Die Tiger sind schon grund, bemüht sich natürlich, wie bei vielen Tierarten auch, die wir hier haben, massiv um den Artenschutz. Wir unterstützen verschiedene Organisationen. An dieser Stelle ein Dank an Sie, werte Besucher, denn auch durch den Kauf Ihrer Tageskarte oder einer Jahreskarte unterstützen Sie eben diese Organisationen.